Haben wir überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft? Ich meine, willst du das? Ganz ehrlich, Ben. Ja. Wenn alles so bleibt wie jetzt, dann nicht. Ich muss an die frische Luft. Ein bisschen Empathie für deine Mitmenschen. Sorry, Franke, aber Mitleid mit meiner perfekten großen Schwester, die immer weiß, was richtig und falsch ist. Sorry, aber mit dir Mitleid haben, das ist wirklich Zeitverschwendung. Valerie, ich hatte eine Fehlgeburt. Ich habe mein Kind verloren. Oh, komm her. Wenn man nicht zweifelt, wird man nicht besser. Dennoch besteht die Kunst darin, zu wissen, wann man fertig ist. Woher hast du das? Mir passieren oft so seltsame Dinge, wenn ich dich ansehe. By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Sag mal, wie bist du denn schwanger geworden? Hm? Wie? Ja, ich meine, wie es geht, weiß ich schon. Aber ich dachte, du wolltest nie Kinder. Oder habe ich da was verpasst? Nee, es stimmt. Ich wollte nie Kinder. Ja, plötzlich war ich schwanger und... Keine Ahnung, wahrscheinlich die Hormone, aber... Ich habe mich auf einmal so sehr auf dieses Kind gefreut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich wünsche mir nichts lieber als ein Baby. Alles in Ordnung? Ja, ist gut. Sicher? Ja, ist einfach, tut mir leid für dich. Ist ja keine besonders schöne Erfahrung. Sollen wir ein bisschen spazieren gehen? Frische Luft? Ja, gute Idee. Ja, komm. Was denn? Nichts. Schön mit dir. Ich muss nach Hamburg. Ich hab das vergessen. Du bist schuld. Du hast mich abgelenkt. Charlotte, ich kann nichts dafür. Das ist deine Schuld. Nein, ich muss nach Hamburg. Das vorhin mit Ben, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn nicht verletzen. Weiß ich doch. Und er bestimmt auch. Ich weiß nur gerade einfach nicht mehr, wie ich ihn noch erreichen soll. Aber wenn ich was aus meinem Burnout gelernt habe, dann, dass ich mich nicht selber übergehen darf. Ich kann diesen Lebenstraum nicht einfach wegpacken. Ich verstehe dich, Tina. So. Was stellst du dir jetzt vor? Wie soll es weitergehen? Keine Ahnung. Ihr habt eben beide sehr fixe Vorstellungen von eurem Leben. Ja. Und die liegen meilenweit auseinander. Du willst dich jetzt aber nicht doch trennen von ihm, oder? Nein, überhaupt nicht. Schon wegen Luis. Ich weiß nur nicht, wie wir wieder zusammenfinden können. Tja. Vielleicht verlange ich auch zu viel. Ich meine, Ben soll auswandern nach Andalusien. An einen Ort, an den er noch nie war. Tina, da bin ich die Falsche. Ich habe Gunther bis nach Costa Rica verschleppt. Und ihr seid dauernd hier in Lüneburg, obwohl das viel weiter weg ist. Ja, es lässt sich ja auch alles irgendwie arrangieren. Ja, wenn man das will. Wenn man das will. Ben und ich, wir waren so ein gutes Team. Wir konnten mal über alles reden. Wo ist denn das auf einmal alles hin? Ach.
Danke, dass du mir so gut zugeredet hast. Mit dem Kleid, meine ich. Klar. Mist. Nein. Was ist passiert? Ich habe Layla vergessen. Oh. Und jetzt muss ich zur Arbeit. Ich muss mich auch beeilen, sonst verpasse ich den Zug. Was brauche ich noch? Viel Erfolg. Danke. Wir sehen uns später. Ja. Tschüss. Ciao. Na super. Stopp! Keine Augen im Kopf, nicht wahr? Sieht so aus. Achtung. Ich verstehe euch junge Leute nicht. Was meinen Sie? Ihr starrt aufs Handy, ihr tippt irgendwas ein, ihr rennt über eine Kreuzung bei Rot. Naja, ist eine Übungssache. Na? Meistens klappt's, naja, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, der junge Mann hat mir die Sachen hierher gebracht, hat sie hier einfach abgestellt und ist wieder abgehauen. Er hat sie mir leider nicht hochgetragen. Frau Janssen, ich kann Ihnen das gerne hochtragen, das ist kein Problem. Das wäre reizend. Vielen, vielen Dank. Sehr schwer, nicht wahr? Haben Sie Schmerzen? In der Schulter? Ja, ich bin ein bisschen blöd vom E-Scooter gefallen. Heute? Nein, ist schon ein paar Tage her. Ach, dann haben Sie das anstehen lassen, sozusagen. Das sollten Sie sich angucken lassen. Wir haben eine wunderbare Ärztin hier im Haus. Also weit haben Sie es nicht. Da haben Sie recht. Ich glaube nicht, dass du nur wegen meiner Fehlgeburt so nachdenklich geworden bist. Nur? Es ist nicht schlimm genug. Du weißt, wie ich das meine. Mir ist vor kurzem was Ähnliches passiert. Dir? Bei mir war es eine Abtreibung. Was? Was ist passiert? Robert wollte kein Baby in seinem Alter. Und seine Kinder sind ja längst erwachsen. Das ist doch deine Entscheidung. Ich hätte ja Nein sagen können. Aber ich wollte ihn nicht verlieren. Und dann hat er mich trotzdem vor die Tür gesetzt. Kinder, die konnten mich noch nie leiden. Ich glaube, ehrlich gesagt, die haben ihn da ein bisschen zugedrängt. Wie bitte? Ja, die hatten wahrscheinlich Angst ums Erbe, wenn da noch ein Kind kommt. Scheint ein ganz schöner Feigling zu sein, dieser Robert. Oh, das macht mich so wütend. Wolltest du denn das Baby? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so richtig zum Nachdenken gekommen. Ich wollte einfach Robert nicht verlieren. Und die riesige Villa mit Blick auf den Züricher See. Ich hab's nicht drauf angelegt, schwanger zu werden. Es tut mir leid, das war blöd. Alte Gewohnheit. Ich war einfach glücklich. Okay, mit der Pille, das habe ich nicht so genau genommen, das war dumm. Aber dass er mich so fallen lässt. Valerie? Komm mal her. Also doch was gemeinsam. Ich weiß das gerade wirklich nicht, Sonja. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit. Ja. Ich hoffe, dass ich das mit Ben wieder hinbekomme. Kann man wohl sagen. Du, ich muss aufhören. Tschüss, Sonja. Hey. Hey. Ich will nicht, dass das hier alles kaputt geht. Ich auch nicht. Gut.
Weil ich nämlich um unsere Liebe kämpfen will. Um unsere Ehe. Unsere Familie. Um dich, um Louis. Um mich. Aber das geht natürlich nur, wenn du mitmachst. Wenn dir das hier alles genauso wichtig ist. Bist du noch an meiner Seite? Willst du mit mir zusammen unsere Ehe retten? Ja, das will ich. Deine Frühlingsrollen waren perfekt. Ach, aber die Soße ist mir nicht so gut gelungen. Waren viel zu wenig Erdnüsse drin. Dann mach das nächste Mal doch einfach Pommes mit Ketchup. Du bist so ein Banause. Was ist mit dir? Musst du gleich zurück in die Klinik oder hast du noch Zeit für einen Cappuccino? Nee, ich muss erst mit dir hin. Ich mach uns einen. Okay. Was ja, für eine Chance, wieder irgendwelche Prank-Videos? Lilly sagt, die sind gerade der Hit. Ich kapier das nicht. Was kapierst du denn nicht? Was daran so lustig sein soll. Wenn irgendwelche Kinder werden reingelegt und die halbe Welt lacht sie aus. Ja, na und? Schadet doch keinem. Doch. Den Kindern, die ausgelacht werden. Ach, komm. Die kommen drüber hinweg, ja? Und außerdem, der Spruch, der kommt ja von euch Erwachsenen. Welcher Spruch? Ja, Schadenfreude ist die schönste Freude. Na, schon mal was von gehört? Ach, Joe, nicht jedes Sprichwort bedeutet automatisch was Gutes. Das ist trotzdem lustig. Wie kann man nur bei Menschen lachen, denen was Schlechtes passiert? Wo ist denn dein Mitgefühl? Papa, was ist eigentlich los mit dir heute? Bist du heute eine Spaßbremse oder was? Chill mal ein bisschen, okay? Ja, wirklich, jetzt chill doch mal ein bisschen. Recht hat er. Julius, wo steckst du denn? In deinem Büro bist du nicht, im Carlos bist du auch nicht. Ich dachte, vielleicht hast du auch Lust, dass wir zu dritt eine Kleinigkeit essen. Naja, ruf mich zurück, ja? Mailbox. Ja, dann ruf mich doch an, wenn er sich meldet. Ich habe da vorhin in der Boutique, wo wir eben waren, was Hübsches gesehen. Das gucke ich mir kurz an. Ja, du kannst es dir leisten, Goldmarie. Wie geht's dir? Wie war's in Potsdam? Ganz gut. Danke. Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Marvin. Warum? Wie ich mich von dir getrennt habe, was ich gesagt habe, es war einfach nur unfair. Ja, okay. Es tut mir wirklich leid. Auch das Auf und Ab meiner Stimmungen. Die Idee von der künstlichen Befruchtung ist... Franka. Es ist, wie es ist. Entschuldige mich, ich muss mal kurz was besprechen. Mach's gut. Du auch. Du bist schon zurück aus Hamburg. Ja, das ging ganz schnell. Die Jury hat sich das Kleid angesehen und zugelassen. Jetzt hängt es wieder oben und wartet auf seine große Präsentation nächste Woche. Wow, wie cool ist das denn? Ja. Glückwunsch. Danke. Ich muss zurück in die Küche. Okay. Hast du Lust, mir Gesellschaft zu leisten? Ja, mach ich. Ja? Hallo, Frau Kindisch. Hallo, kommen Sie rein. Ich wollte nur mal fragen, ob Sie etwas Milch für mich da haben. Ja, na klar. Haben Sie Schmerzen in der Schulter? Ja, darauf wollte ich Sie auch noch mal ansprechen. Ich bin ein bisschen blöd gestürzt und seitdem tut's weh. Wie lange schon? 3-4 Tage, denke ich mal. Ich dachte, es geht schnell wieder weg. Und da haben Sie die Schulter nicht untersuchen lassen. Soll ich mir das ansehen? Machen Sie den Oberkörper mal frei, bitte. Also, die Schulter. Also, es sieht nicht so aus, als wäre was gebrochen.
Können Sie den Arm denn frei bewegen? Nee, nicht wirklich. Mhm. Hier wirkt es ein bisschen geschwollen. Das könnte eine Schleimbeutelentzündung sein oder einfach nur eine Prellung. Ist das schlimm? Wenn es wirklich nur das ist, nicht. Aber Sie sollten auf jeden Fall zum Orthopäden gehen. Ach, ich weiß nicht. Das ist... Ein MRT gibt Ihnen Klarheit. Und von mir kriegen Sie erstmal Trainingsverbot. Was? Nein, nein, das geht nicht. Wirklich nicht. Ich weiß, dass Sie für Olympia trainieren. Aber wenn die Schulter wieder fit werden soll, dann müssen Sie sie schonen. Haben Sie ein entzündungshemmendes Schmerzmittel im Haus? Ich glaube nicht. Okay, dann kriegen Sie was von mir. Unter der Bedingung, dass Sie das abchecken lassen. Ja, also ich meine, wenn das eine Prellung ist, dann dauert das doch nicht lange, oder? Oder wie ist das? Das wird Ihnen dann alles der Orthopäde sagen. Hiervon bitte nur eine halbe am Tag, die sind wirklich stark. Und wie gesagt, schonen Sie die Schulter. Kein Training. Die Frau, mit der du eben geredet hast, war das Franka? Woher kennst du denn ihren Namen? Also Simon meinte, dass du mit einer Franka zusammen warst, aber mehr wusste er auch nicht. Okay. Es sah aus, als ob dir das Gespräch ein bisschen unangenehm war. Tja, weißt du, die Beziehung mit Franka war sehr intensiv und speziell. Und es ist auch noch nicht so lange her. Und dann war sie schwanger. Oh, war das geplant? Nein, es war nicht geplant. Anfangs war es auch komisch. Wir wussten einfach nicht, wie wir mit der Schwangerschaft umgehen sollen. Und dann haben wir uns auf das Kind gefreut. Das hört sich nach einem Aber an. Sie hat es verloren. Oh, das... Oh, wie traurig. Da ging dann alles den Bach runter. Es hat nichts mehr funktioniert, bis sie sich dann getrennt hat. Oh, das tut mir so leid für dich. Ich kann sehr gut verstehen, dass dir das noch sehr nahe geht. Naja, weißt du, ich meine, das Gefühl, Vater zu werden, das hatte ich noch nie. Und, ach, egal. Schon gut. Hey, danke, dass du mir das so offen und ehrlich erzählt hast. Ja, das stimmt. Oh, recht schön, danke. Ja, klar. Für mich? Ach, Ben, das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke. Na, Tina und ich haben zum Frühstück gar nicht ganz so viel gegessen. Ach, wenn ihr wieder Appetit habt, ist doch ein gutes Zeichen. Immerhin haben wir miteinander reden können. Schön. Danke. Dass du versucht hast, zwischen uns zu vermitteln. Natürlich, habe ich gern gemacht, wenn es hilft. Wir wollen es beide auf jeden Fall noch mal versuchen. Es freut mich für euch und für Luis. Ja, und mich erst. Ich will auf keinen Fall eine trennen. Natürlich nicht. Ist eben nicht so einfach, wenn die Bedürfnisse so weit auseinandergehen. Ja, ich hoffe nur, dass Tina den Gedanken zulässt, vielleicht doch in Lüneburg zu bleiben. Ich wünsche es dir, Ben. Ich will doch auch, dass sie glücklich ist. Wenn sie Töpferkurse gehen will, mein Gott, dann ist das eben so. Du weißt aber schon, dass es hier nicht nur ums Töpfern geht, hä? Ich werde alles tun, um Tina wieder für Lüneburg zu begeistern. Hey, meinen Segen hast du. Du schaffst das. Ja, ich weiß ja schon wie. Jetzt bin ich aber gespannt. Soll eine Überraschung werden. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Heute Rosenkohl im Carlos? Ich hasse Rosenkohl. Dabei wäre das
für dich als Spitzensportlerin genau das Richtige. Viele Vitamine, Folsäure, Mineralien, Ballaststoffe. Lass stecken, du kannst mich nicht überzeugen. Es tut mir leid, dass ich deinen Vlog verbockt habe. Muss was enorm Wichtiges gewesen sein, was auch immer dazwischen gekommen ist. Ja, ja, es war. Also, weißt du... Es war nur ein Scherz, alles gut. Außerdem hatte ich dadurch Zeit, mich von Frau Dr. Berger untersuchen zu lassen. Und? Ist wahrscheinlich nur eine Schleimbeutelentzündung. Ist aber kein schönes Wort, Schleimbeutel. Ja, das stimmt, aber ist nichts Ernstes. Gut. Ich hatte schon Angst, dass ich Olympia knicken kann. Musst du aber nicht. Nö. Nimm einfach Schmerzpillen und dann sollte das Ding auch gut sein. Gehst du denn noch mal zum Arzt? Nein, warum auch? Ist doch alles geklärt. Das einzig Nervige ist, dass ich mein Training pausieren muss. Hm. Und was machst du dann jetzt mit der freien Zeit? Gute Frage. Ah, da bist du endlich. Schön, dass wir endlich mal wieder alle drei zusammen am Tisch sitzen. Ja, ich finde auch, da kann man ruhig mal mit Wasser drauf anstoßen. Es muss ja nicht immer Champagner sein. Und ich euch beide mehr oder weniger so harmonisch miteinander sehe. Das hat auch Seltenheitswert. Ja, uns verbindet dann doch... Dann doch viel. Ja, erzähl erst mal, wie geht's denn bei dir weiter? Willst du noch ein Kind? Ja. Ja, würde ich gerne. Aber dann nur über eine Samenspende. Wieso das denn? Was ist denn mit dem Vater? Kommt er nicht mehr in Frage? Es hat seine Gründe mit der Samenspende. Okay. Ja, nur kostet sowas eine Menge Geld. Die gesetzliche Krankenkasse... Die zahlt nur bei kinderlosen Ehepaaren und dann auch nur die Hälfte der Kosten bei maximal 3 In-vitro-Versuchen. Was kostet denn der Spaß? Naja, Spaß? Je nach Art der künstlichen Befruchtung bis zu 4.000 Euro pro Versuch. Oh, so viel? Mhm. Ja gut, aber ich meine, wenn du unbedingt ein Baby möchtest, sollst du nicht am Geld scheitern, nicht bei dir. Ja, was guckt ihr denn so? Was sind denn 3.000, 4.000 Euro, wenn es um ein Kind geht? So viel kostet ein Versuch. Ja, es kann ja schon beim ersten Mal klappen. Ich meine, du hast ja anscheinend kein Problem, schwanger zu werden. Ey, Leute, ihr verschweigt mir doch was. Kann mich mal bitte jemand aufklären? Jetzt redet ihr doch schon offen und friedlich miteinander. Boah, meine Güte, ihr macht's spannend. Komm schon. Willst du ihr den Rest nicht auch noch erzählen? Ich habe eine Menge Schulden. Na? Du, ich suche gerade Erste-Hilfe-Kurse raus. Mein letzter Auftritt war ja erfolgreich, aber doch recht schmerzhaft für die junge Dame. Aha. Hast du nicht Lust mitzumachen? Ich? Ja. Wieso? Ja, weil man nie weiß, wann man sowas wieder braucht. Nö. Nö. Keine Lust. Keine Lust. Okay, Leute, wie bist du drauf? Anders? Ja. Nicht so gut. Was ist los? Wusstest du, dass diese Franka von Marvin schwanger war und dass sie das Baby verloren hat? Nee. Boah, das wusste ich nicht, aber da hat er mir auch nichts von erzählt. Ist wohl nicht das Erste, was man einem bei der Rückkehr auf die Nase bindet. Nee. Boah, der arme Junge. Ja, das heißt, er hatte eine ziemlich enge Bindung zu dieser Frau. Tja, klar, wenn ein Kind im Spiel ist, dann geht die Beziehung natürlich sofort viel tiefer. Ja. Und eine Trennung ist umso schmerzhafter. Ja.
Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Marvin und so ein Mini-Marvin. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Er hat erzählt, dass er sich total darauf gefreut hat. Ja, und sowas hast du bestimmt noch länger zu knabbern. Hm, das glaube ich auch. Und da wird wahrscheinlich jede Frau, die danach kommt, bloß ein Trostpflaster sein. Glas Wasser? Ja, danke. Das mit dem Trostpflaster, wie meinst du das? Läuft da wieder was zwischen dir und Marvin? Verstehst du jetzt, warum ich ihr nichts sagen wollte? Ach, jetzt hab den nicht so, gönn mir doch den kleinen Triumph. Wenn meine große, perfekte Schwester auf einen Kerl reinfällt und dann auch noch seine Spielschulden am Hals hat. Sonst sagst du mir immer, ich würde Mist bauen. Vielleicht wechseln wir jetzt mal das Thema, ja? Ja, ich hör auf, ich hör auf. Sag mal, wann reist Merle nicht ab? Morgen. Wieso? Na, dann könnten wir uns doch alle noch zusammen mit dir treffen. Dann lernt sie Valerie kennen. Ja, gerne, warum nicht? Ich wollte sie sowieso noch sehen. Ich habe nichts dagegen, dann lerne ich diese Merle auch mal kennen. So, ich muss los. Ich muss noch was arbeiten. Franka, es tut mir wirklich leid. Was genau? Das mit dem Geld. Und dass deswegen keine Samenspende mehr für dich in Frage kommt. Entschuldigung. Ich glaube, das mit dem gegenseitigen Mitleid, das sollten wir nicht übertreiben. Ja, ich glaube auch. Das habe ich nicht so gut gelöst, ne? Nein. Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Oh nee, Lili, schmeiß das nicht so hin, bitte. Können wir uns nicht einfach so einen Roboter kaufen? Der kann dann für uns aufräumen und kochen. Nee, wir haben doch euch zum Aufräumen. Lili hat recht. Das wäre voll cool. Aha. Im Technikunterricht behandeln wir gerade so ein Thema, künstliche Intelligenz. Das ist irre, wie viel die schon kann. Also mir geht das alles viel zu schnell mit dem Thema. Ist doch gut so. Nur weil du aus dem letzten Jahrtausend bist, heißt es ja nicht, dass die Zeit stehen bleiben Freundchen. Muss. Hallo. Hi. Oh, was hast du denn da? Du, das hier, das ist ganz was Feines. Wacholderschnaps. Selbstgebrannt, hat mir Patient geschenkt. Wieso kriegst du sowas vom Patienten? Ja, weil ich einfach gut bin. So. Ist super lecker. Möchtest du probieren? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich habe auch nicht gesagt, du sollst die ganze Flasche austrinken, sondern nur einen Schluck trinken willst. Nein, danke. Wirklich nicht? Nein. Schade. Was mit dir, Joe? Willst du probieren? Henrik. Hä? Ich. Schnaps. Na ja, warum nicht? Wenn du denkst, dass du groß genug bist. Okay. Okay. Ja, komm her. Aufgehalten. Skoll. Was ist das? Schmeckt ja ekelhaft. Obstessig. Sehr gesund. Sehr witzig. Ja, finde ich auch. Siehst du mal, so ein Streich macht nicht so viel Spaß, wenn die anderen dann auslachen, hä? Was kriegst du zurück? Oh, das krieg ich zurück? Wenn du mich austricken willst, musst du früher aufstehen. Wart's ab. Ich warte. Ich warte immer noch. Ben, ist es noch sehr weit? Nein, nein, ist gar nicht mehr weit. Und du weißt, dass ich das hasse. Ja, das weiß ich. Und wir sind da. Wow, schönes Haus. Wer wohnt denn hier? Könntest du dir vorstellen, da zu wohnen? Mit einem kleinen Atelier für deine Workshops? Ein Kumpel von mir ist Makler. Der hat mir das vorgeschlagen. Aber Ben, das ist riesengroß, das können wir uns doch gar nicht leisten. Es wäre nur zur Miete, nicht zum Kauf.
Ist vielleicht nicht ganz so luxuriös wie unser Rosenhaus, aber wir wären ja für uns. Nur du, ich, Luis und jede Menge Natur. Und es gibt ein Atelier, sagst du? Hat mein Kumpel zumindest gesagt, ja. Hm. Ist jetzt wohl kein Tanzsaal, aber bestimmt groß genug für deine Workshops. Ich will, dass du wieder glücklich bist. Mit mir und Luis. Und zwar hier. Hier in Lüneburg. Klingt schön. Ja, wir könnten noch mal ganz neu anfangen. Also Lutz, müsste ich im Moment hier sein. Zeigt uns das Haus von innen. Hm? Da ist ein Schaf. Wo kommt das denn? Keine Ahnung, aber das müssen wir zurückbringen. Wie? Wohin zurück? Weiß ich nicht. Jetzt komm. Das ist ein kleines Mikroabenteuer, sonst ist es weg. Komm. Hi. Na, komm mal her. Hallo. Na, komm. Na, Mäuschen. Na, komm, wir gehen nach Hause. Na, komm. Ist zum Glück kein Wildschwein. Ja. Na, toll. Hallo. Nimm mir doch mal. Ja. Ja, fein. Aber wohin? Hier lang. Tor war ganz schön sauer. Der bekommt sie auch schon wieder ein. Ich hoffe, er hat kapiert, wie blöd sich Menschen vorkommen, wenn man sie reinlegt. Willst du auch noch einen Kaffee? Nee. Hast du keine Angst, dass das dir heimzahlt? Rita, glaubst du wirklich, dass Joe mich reinlegen kann? Ja. Wir müssen übrigens daran denken, dass wir noch Wasser aus dem Keller holen. Oh. Weißt du, diese Kisten Wasser, die könnten wir uns mal liefern lassen in Zukunft, finde ich. Weißt du? Ich fand Lillys Vorschlag gar nicht so schlecht. So ein Roboter als Haushaltshilfe? Ja. Genau. Dann übernehmen die Maschinen, wir haben vergessen, wie man es selber macht. Und dann gibt's einen Stromausfall. Britta, du als Ärztin wehrst dich gegen den Fortschritt? Nein, nicht generell. Aber guck mal, die künstliche Intelligenz, die wird gerade von allen Menschen gehypt. Aber was sie nicht kann, ist emotionale Intelligenz. Aha. Ja, das, was die Menschen haben. Von KI, das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich alt bin, dann greife ich darauf zurück. Ja, Frau Jansen, siehst du, immer am Puls der Zeit. Nimm dir mal ein Beispiel. Na, es hat nämlich eine Bekannte von mir, die macht bei so einer Studie über KI mit. Und zwar geht es da um häusliche Pflege. Und die ist ganz begeistert. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich sag ja nur, dass man es nicht verallgemeinern sollte und nicht alles, was den Fortschritt betrifft, toll ist. Ja, natürlich ist die Gefahr, dass es missbraucht wird, so. Wie alles. Ja, klar. Die Kinder zum Beispiel, die lassen sich ihre Aufsätze von der künstlichen Intelligenz schreiben. Ja, aber unsere Kinder machen doch so einen Blödsinn nicht. Nein, natürlich, unsere Kinder machen keinen Blödsinn. Okay, geschenkt. Aber man kann den Fortschritt eben nicht aufhalten. Ich weiß, ich möchte nur gerne selber bestimmen, was ich mitmache und was nicht. Ja, ich fürchte, Sie überschätzen Ihr eigenes Durchhaltevermögen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich guck noch mal kurz nach Frau Kilic und du holst das Wasser, ja? Danke. Hallo, ich wollte nur mal gucken, ob Sie es schaffen, die Füße stillzuhalten. Tja, so komme ich mal zum Lesen, ne? Finde ich sehr gut. Schönen Tag. Ebenso. Der Dolm ist die Heide, die Heide ist grün, aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühen. Warum machst du Fotos von deiner Skizze? Weil ich was damit vorhabe. Und was? Das erfährst du schon noch. Aha. Marvin, das vorhin, das... Das war wunderschön. Wie früher. Fand ich auch. Es ist nur... Nur was? Deine letzte Beziehung mit Franka. Also ich glaube, du musst da noch eine Menge verarbeiten. Da hast du vermutlich recht. Es wäre nicht so klug, jetzt was miteinander anzufangen.
Es wäre ja schade, wenn wir unsere Freundschaft damit kaputt machen würden. Absolut. Also Freunde? Also nur Freunde? Freunde. Okay. Okay. Eigentlich hat man unter Freunden ja keine Geheimnisse. Was meinst du? Hat man oder hat man nicht? Hat man nicht. Dann zeig mir doch mal, was du da so gezeichnet hast. Was, wenn nicht? Dann nehme ich mir einfach dein Handy und gucke mir das Foto auf deinem Handy an. Ich habe eine bessere Idee. Für ein besseres Foto. Okay, Lesen wird total überbewertet. Du gehst hier nicht wie immer. Wird mir, dass du schneller wieder hier bist, als du denkst. Leid, ich wollte dir nicht. Ich wollte Ihnen nicht. Habe ich dir wehgetan? Ihnen. Alles gut, alles gut. Ich finde es schön, dass wir uns endlich duzen. Ja, das finde ich auch. Mir war nur gerade ein bisschen übel. In der Kantine gegessen? Nee, zu Hause. Hey, Joe. Hi, ihr beiden. Hi. Hi. Hast du 10 Minuten? Ja. Worum geht's? Wir müssen für den Technikunterricht ein Referat zum Thema künstliche Intelligenz vorbereiten. Also die praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Das ist ein tolles Thema. Mhm, finde ich auch. Ich möchte ein Interview mit dir führen. Aber du weißt doch, dass ich gar nicht so auf KI stehe. Dein Onkel ist ein guter Ansprechpartner. Ich kann mich total gerne einbringen, wenn du möchtest. Ich glaube, eine kontroverse Meinung wäre etwas interessanter. Das kann ich irgendwie auch wieder verstehen. Ja. Wenn du noch Fragen hast, so weißt du ja, wo du mich findest. Viel Spaß. Kann ich das mit meinem Handy aufnehmen? Klar. Also, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Britta Berger. Sie hätten wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass ein Tier fehlt. Ja, wie auch bei 150 Schafen. Da zählen Sie doch nicht jeden Abend nach. Wahrscheinlich. Du hast vorhin gefragt, ob wir uns das überhaupt leisten können. Naja, das ist ja schon ziemlich groß. Was kostet denn die Miete hier? Naja, es liegt ja ein bisschen außerhalb, deshalb sind die Mieten ein bisschen günstiger. Aber abgesehen davon, wir könnten das Dachgeschoss verkaufen. Dann hätten wir genug Geld. Ernsthaft? Ja, wenn wir es wollen, wenn wir es schön finden, warum denn nicht? Makler sein. Oh. Vom Makler, der jetzt eigentlich hier sein wollte. Der schafft es leider nicht. Wir müssen verschieben. Schade. Ja, zu blöd. Naja, ist ja nur verschoben. Ist trotzdem eine süße Idee von dir. Ja? Thank you.
heute Abend Zeit und Lust? Kommt immer drauf an, worauf. Wir wollten dich zum Essen einladen. Julius, Valerie und ich. Oh, das ist eine süße Idee. Darauf habe ich Lust. Dann lerne ich deine kleine Schwester endlich mal kennen. Bin ja gespannt, wie euer Wildfang so ist. Lässt sie es immer noch so krachen? Sie sucht sich einfach die falschen Männer. Lasst mich raten. 20 Jahre älter, dickes Konto. Ja. Und wir fangen sie auf, wenn sie mal wieder aus ihrer rosaroten Wolke plumpst. Das klingt anstrengend. Valerie ist 35. Eigentlich müsste sie auf sich selber aufpassen. Tut sie aber nicht. Muss sie auch nicht. Ihr seid ja da. Wie kommt das Päckchen dahin? Oh, Liebesgrüße von Marvin. Das ist endgültig aus. Da kommt nichts mehr. Wow. Wow. Also ich kenne mich nicht aus mit dem aktuellen Goldpreis, aber das sind mindestens 25.000. Mehr. Hast du eine Ahnung, wer das da hingelegt haben könnte? Der Wildfang. Ich muss das klären. Wir sehen uns später. Klar. Na, Süße. Ja, du hast's gut, hm? Du vergisst nicht so schnell Sachen. Frau Kilitsch. Sit-ups belasten die Schulter nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie gar nicht trainieren sollen, damit der Körper Kraft hat, sich selbst zu heilen. Ich passe ja auf. Und außerdem tut mir das Training gut. Bis Olympia bin ich locker wieder fit. Waren Sie beim Orthopäden? Nein. Und haben Sie noch Schmerzen? Wie viele Tabletten haben Sie denn genommen? Eine halbe. So, wie Sie es gesagt haben. Also wenn es nur eine Schleimbeutelentzündung wäre, dann müsste es schon viel besser sein. Haben Sie etwa 2 Tabletten genommen? Wir lernen, gegen den Schmerz zu arbeiten. Ich habe mein Telefon vergessen, das hole ich jetzt von oben. Und dann fahre ich zurück in die Klinik und ich würde Sie wirklich gerne mitnehmen, damit Sie ein MRT machen können. Wenn Sie es unbedingt wollen, wird aber sicher nichts Wildes sein. Hoffentlich. Bis gleich. Kommt rein. Oh. Hey. Oh. Wir hatten gehofft, dass du da bist. Ja. Damit wir uns ein bisschen aufwärmen. Oh. Ja. Wo wart ihr denn? Hey. Wir haben uns ein kleines Bauernhaus angeguckt hier in der Nähe. Ehrlich? Zumindest von außen. Wow. Ja, ein Kumpel von mir ist Makler. Wir wollten uns das Haus eigentlich von innen ansehen, aber es hat gerade nicht geklappt. Ja. Und? Gibt's ein Exposé? Ja, habe ich tatsächlich. Liegt im Auto. Ja, hol's her. Okay, ich hol's mal gerade. Danke. Oh. Und du? Gefällt dir das Haus? Ja, das Haus ist schon schön, richtig romantisch. Aber? Naja, vielleicht ist es ja der richtige Kompromiss. Es ist ein bisschen außerhalb von Lüneburg, mal eine andere Landschaft. Also, ja, ist ja auch ein Neuanfang. Auf jeden Fall. So. Ja, guck mal. Ah, also die Überraschung, alles klar. Warte, guck mal. Ja. Hier. Ui, ah, schön. Das ist der Raum, den Tina als Atelier nutzen könnte. Hm? Und hier, ich hatte schon mal drüber nachgedacht, wenn man die Wand hier wegnimmt, dann könnten wir den Raum vergrößern, mehr Platz schaffen. Ja, Tina, das wird richtig gut. Ja, und wenn wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann könnten wir genau hier eine Werkstatt einrichten. Tina töpfert, ich schraub, Louis spielt im Garten. Wir schaffen uns hier ein richtig kleines Paradies. Oh, davon habe ich immer geträumt. Guck mal, das hier. Guck mal, so sieht's im Garten aus. Ist doch toll, oder? Schön. Darf ich? Ja, klar. Musik.
Frau Klitsch? Hallo. Sind Sie als Patientin hier oder warten Sie nur auf jemanden? Geht Sie das was an? Sie sehen einfach nervös aus, deswegen frage ich. Ja, ich habe Probleme mit der Schulter. Hat sich das schon jemand angesehen? Dr. Berger hat mich untersucht und gleich wird ein MRT gemacht. Reicht das? Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, wissen Ihre Eltern schon Bescheid? Soll ich Ihre Mutter anrufen? So weit kommt es noch. Meine Mutter kann ich auch selbst anrufen. Keine Sorge. Und ja, Sie können was für mich tun. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich wollte Ihnen eigentlich nur helfen. Ich brauche keine Hilfe. Und Ihre erst recht nicht. Frau Klitsch, kommen Sie bitte. Ja. Du hast Joe einen Streich gespielt, aber du wirkst immer so seriös als Papa. Naja, ich habe ihn dabei erwischt, wie er im Internet Prank-Videos gesehen hat und sich halb kaputt gelacht hat. Und jetzt weißt du mal, wie es sich anfühlt, wenn er ausgelacht wird. Hast du mich? Das sind doch mal unorthodoxe Methoden. Naja. Also ich habe mir für Henny so einen Superhelden ausgedacht, damit sie endlich mal ein bisschen aufräumt. Und? Hat's funktioniert? Nee. Ja. Ich hoffe, ich habe bei Joe ein bisschen mehr Glück. Ja, ich drück dir die Daumen. Cool, danke dir. Also bis später, ja? Bis dann. Althaus? Ich bin's. Hey, Schatz. Ich glaube, ich bin schwanger. Wie bitte? Wir reden, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich muss weiterarbeiten. Britta? Haben Sie das Ergebnis? Kommen Sie mit rein. Warum? Was ist denn mit meiner Schulter? Nehmen Sie Platz. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass die Schulter behandelt werden kann. Oh, ein Glück. Die schlechte ist, dass sie operiert werden muss. Sie haben einen Sehnenabriss. Ein Sehnenabriss? Mhm. Und wie lange dauert sowas? Also bis es wieder in Ordnung ist? Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es eine ganze Weile dauert, bis Sie die Schulter wieder komplett belasten können. Okay, aber bis Olympia bin ich wieder fit. Ich denke, dass Sie an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen können. Du planst gerade ein komplettes Haus durch. Du machst so viele Pläne, dass ich gar nicht hinterherkomme. Das ist so. Was ich will, interessiert dich doch gar nicht. Hey, nein. Valerie, das ist schwerer Diebstahl. So, Schluss jetzt. Du gibst die Goldbarren zurück. Und wenn nicht? Ach, Rüchen, sag auch mal was jetzt. Frank hat recht. Du bist eindeutig zu weit gegangen. Boah, ihr könnt mich mal, ihr zwei, echt. Die Sehne bildet sich jeden Tag ein Stückchen weiter zurück. Ich habe so hart gekämpft für diese Olympiade. Mein Traum darf einfach nicht vorbei sein.